So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Zelda The Minish Cap. Wir sind hier auf einem Friedhof und wer ist das denn? Was treibst du denn hier? Das ist ein Friedhof mit echten Gespenstern. Jawohl, aber mein kleiner Bruder lebt in der Stadt Hyrule. Ja, den habe ich schon getroffen. Da treibt er gerne Schabernack. Wie es ihm wo dort geht? Sehr gut. Du willst Fragmente fallen. Gut, probieren wir es aus. Das Ding? Jawohl. Was machst du denn Schönes auf, mein Freund? Zeig mir das mal. Wo ist denn das bitte? What the? Jetzt weiß ich es. So wird das Spiel noch spannender. Haha, ich bin schon so gespannt, gleich will ich damit anfangen. Irgendein Spiel. In der Stadt Hyrule. Oh, da ist ein Laden offen. Okay. Na gut. Dann gibt es hier Geister, die man hier schiebt. Aha, hier haben wir Eingang. Da gehe ich jetzt mal rein. Ein Herzteil. Und das hole ich mir jetzt, indem ich... Nicht verdreifache. Kurz hier. Ne? Und... Mir das Herzteil hole. Vier Herzteile gegen den Herzcontainer. Und schon wieder haben wir einen neuen Herzcontainer. Yes. Ja, Freunde. So schnell kann es gehen. Hier gibt's nichts drin. Hier ist nichts drin. Hier ist was. Aber was ist das? Hier ist alles offen. Hm. Was ist hier? Hier ist nichts. Kann man das machen? Oh, zieh mal eine an. Wir können uns verdreifachen. Das müssen wir auch, um auf diese Schalter zu kommen. Kann es denn sein? Das ist natürlich offensichtlich. Ich muss jetzt gucken, ob ich ihn auch dahin komme. Wie geht das denn jetzt denn so? Gehen wir mal hier rum. Hm. Beide dürfen nicht kaputt gehen. Das überhaupt? Hm. Nochmal. Geht das? Ja, also es geht so. Auch so. Naja, gut, wenn das so ist. Und was passiert, wenn wir die drei Schalter drücken? Jawohl! Die Tür geht auf. Ich mach euch weg und dann gehe ich mal hier runter. Grab der Königsfamilie. Es ist zwar das Grab des Königs Hyrule, aber unheimlich ist es trotzdem. Wo müssen wir wohin, um König Gustav zu treffen? Ich bin gar nicht so sicher, ob ich ihn wirklich treffen möchte. Ich schon. Ich nehme jetzt mal einfach einen Boomerang hier. Mach euch mal fertig, dann habe ich nämlich schon einen Schlüssel und Bomben. Schlag, kleinen Schlüssel halten, öffnet Barrikaden, Dungeon. Bomben. Bomben, sage ich. Kann ich irgendwas machen mit den Bomben? Will ich den Mann. Nö, nix los. Im Grab der Königsfamilie sind wir. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier rüberkommen. Ja, richtige Entscheidung. Welche nehmen wir denn jetzt hier? Hm. Nehmen wir mal die Mitte, die goldene Mitte. Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war. Hier brauchen wir zwei Schlüssel. Hm. Das sieht wieder nach einem Rätsel aus hier. Ja, wir brauchen dort einen Schalter. Das wird interessant. So. Ob die Zeit reicht? Wunderbar, wir haben den ersten Schlüssel, um das Feld dort, die beiden Steine dort weg. Oh, so geht es natürlich auch. Wegzubekommen. Und dann schließen wir doch gleich mal den ersten Stein hier weg. Wir brauchen aber noch einen zweiten Schlüssel und den gibt es bestimmt hier. So, dann gucken wir uns das mal an. Ja, gut.
Das sollte machbar sein. So. Nein, das war natürlich nicht gut. Also nochmal. Nein, das war dumm. So, links. Lassen wir dich mal vorbei. Jawohl. Und Rufgang. Und der nächste Schlüssel ist unser. Wundervoll. Kein Problem, diese kleinen Rätsel für uns. So. Und in den Gang hinein. Oh. Vorsicht vor den Schlangen. So. Ich glaube, wir müssen hier mal ein bisschen Feuer machen. Und ein paar Geister. Böse Musik, aber ganz ehrlich. Schießen auch noch die anderen hier. Ich erinnere mich an. Und schon haben wir alle besiegt. Kein Problem. Wann kommt denn endlich dieser olle König hier? So, hier sind ganz viele. Gibt's hier was Schönes drin? Dort ist ein Grab. Oh, schöne Musik. Hm? Ich hoffe, es ist nicht schlimm, dass ich jetzt was kaputt mache und ich brauche nicht. So, dann gehen wir mal hoch. Was ist denn hier los? So, hallo. Oh, Kind. Kind, dass du versuchst, meine Erben Zelda zu retten. Sei willkommen. Mein Name ist Gustav. Der König von Hyrule aus ferner Vergangenheit. Ich überreiche dir dieses Fragment. Gehe zur großen Quelle von Hyrule. Dann wird sich ein Weg öffnen. Zeldas Schicksal. Ja, das Schicksal von ganz Hyrule liegt in deinen Händen, Kind. Bin doch kein Kind mehr. Das Fragment sollte Glück bringen. Nanu, der König von Hyrule hat aus der Vergangenheit zu uns gesprochen. Die Quelle von Hyrule also, wo mag sie sein? Ihm. Tal der Königsfamilie. Wundervoll. Weißt du, wo der Tal ist? Was treibst du denn hier? Aber ich kann schon wieder ein Fragment mit ihm tauschen. Das ist aber nicht mal ein anderes. Ja, was gibt's denn in der Netzquelle? Kann ich jetzt mit seinem Bruder irgendwas machen oder was? What the? Warum habe ich nur bisher so viel Schabernack getrieben? Ich fühle mich erfrischt. Ich glaube, ich werde erleuchtet. Also Nack, ich erwarte dich im Nirvana. Und da ist jetzt offen und wir können als Minish dort hinein. Oh, sie passt noch. Ich glaube, gleich passiert etwas Gutes. Das ist schön, ja. Noch irgendwas, was ich tauschen kann? Weiß denn hier unser Kunibert vielleicht wo? Oh, ich kann mit ihm aufkommen. Machen wir das so weit mal. Oh. Sehr sympathisch, der Mann. So, Boris ist es. Boris Becker. Boris. Oh, ist sogar auf dem Friedhof hier. Ein Geheimgang. Passt perfekt. Links, links, oben. Links, 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 oben, oben, oben. Den Rest des Weges habe ich vergessen. So, kann ich nochmal Fragment? Ja, noch Fragment. Geil. Beide Fragmente passen zusammen. Das ist ja unglaublich. Warum kann ich jetzt auf einmal mehrere Fragmente mit dir machen? Oh, kein Bock dahin zu latschen. Ruine. Vielleicht passt perfekt. Vielleicht kann ich ja zur Ruine mal fliegen. Wenn ich fliegen kann, fliege ich gleich mal dahin. Kann ich noch was tauschen? Nein. So. Dann mal schnell zum Secret geflitzt hier. So. Was gibt's denn hier? Du hast den Grabstein weggeschoben. Jetzt kann ich endlich nach draußen, aber ich fühle mich so alleine. Komm mich da ab und zu besuchen, ja? Ich sammle inzwischen viele Fragmente. Komm auf jeden Fall vorbei. Oh, ich kann schon mal was tauschen. Was haben wir denn hier? Oh, das letzte, das so passt. So. Rosa Genie. Oder Genie. Was ist denn hier? Oh. Oh, das muss ich mir aufschreiben. Das vergesse ich doch sonst wieder alles.
Okay, in den Ruinen. Und im Wasserfall statt. So. Ja, das war perfekt. Da bin ich auch froh. So, jetzt gehen wir mal hier hin. Oh, die Muscheln. Ich habe keine Ahnung, wofür ich brauche. Jetzt gehe ich nochmal raus. Und wieder rein. Ich soll ja mehrfach kommen, hat sie gesagt. Tatsache. Ja, dafür habe ich leider kein passendes mehr. Naja, gut. Jetzt müssen wir zur Quelle, sagen Sie. Sagen Sie mir. Mit dir konnte ich nicht mehr tauschen, ne? Mit dir habe ich schon zweimal getauscht. Ja. Gut, dann nehme ich jetzt einfach mal die Ocarina des Windes und gucke mal, dass ich zur Stadt fliege. Ach, in der Stadt muss ich gleich mal aufschreiben, dass ich den Geist da... Der Geist, wo er weg war und so, ne? So, wo sind die Ruinen? Die Ruinen sind da unten. Da gehe ich jetzt erstmal hin. So, und zwar kann ich jetzt hier links vorbei und bin in den Ruinen. Ich guck mal, was hier noch zu holen ist. Die waren ja auch ein paar Kisten, die aufgetaucht sind. Komm mal raus da, Digga. So, oh, ein Fragment, das nehmen wir gleich mal mit. So, ja. Viel Glück wollen wir hier haben. So. Nee, brauche ich gar nicht. Ich kann hier einfach so durchgehen. Und dann bin ich auch schon fast da. Dort in diese Höhle will ich rein. Dazu muss ich aber mich schrumpfen lassen. Und das kann ich hier irgendwo, richtig? Ja, ein bisschen weiter hier nicht mehr. Gehen wir mal hoch. Hier war es, genau. War denn hier irgendwo nicht die Schüsse und irgendwo ein Vieh, ein gelbes? Hm. Dazu müsste ich jetzt wieder diesen Schalter umgehen. Ach ne, ich kann hier oben auch durch. Irgendwo gab es hier eine Kiste. Ich gehe erstmal die Kiste suchen. Da gibt es zwei Kisten. Kann ich die umrennen? Nee, kann ich die mit den... Nee. Hier uns noch irgendwas feilen? Nee. Bombe hat auch nicht geklappt. Das hatte ich schon probiert. Kann ich die umdrehen? Nee. Ich kann die aber vielleicht wegsaugen. Nee. Aber ich kann... Da unten ist das gelbe Monster, sehe ich gerade. Bumerang. Nee. Gut, gehen wir mal hier, bevor wir... Och, Menno. Ich glaube, ich muss doch erstmal in... Ah, immer dieser Scheiß hier. 13 Minuten haben wir schon um. Dann mal schnell hier runter. Und in die Höhle geschaut, was da drin ist. Ich hoffe, aber schön ist ein Herzteil oder... Am liebsten ein Herzcontainer, die gibt es aber nichts außer bei den Bossen. Und wir lassen uns mal hier in die Höhle fallen. Und eine Kiste. Und wir hier sind wieder Muscheln drin. Nein, ein Glücksfragment. Na gut. Glücksfragmente sind nicht schlecht, wenn ich denn jemanden zum Tausch finde. Nun gut, sei es drum. Jetzt heißt es... Hoch und runter. So, wieso komme ich denn jetzt hier nicht durch? Die nerven mich hier. Ja, so. Mal schnell. Möchte nicht hier rein in den? Doch. Ausschalten muss ich den. Genau, so war das. Ich muss mich erstmal kurz erinnern. So. Ruine. Da dieses gelbe Vieh mache ich erstmal platt. Dann gibt es bestimmt wieder ganz viel Höhle. Obwohl ich 97.000 Mal treffen muss. Ein Fragment
kriegen wir auch noch. Ja, wunderbar. Und? Sag ich doch, super viel Kohle. Wo kann ich denn diese mischen? Ich muss unbedingt nochmal an Riesenseite, wo ich was ich mit den Muscheln machen kann. War hier nicht irgendwo eine Truhe? Nö. Aber was ist denn? Nee. Okay, hier ist jetzt keine Truhe. Ich habe mich irgendwie geirrt. Leider. Ich werde jetzt in die Stadt und werde mal kurz erstmal dann speichern und dann in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall dort in der Stadt in das Haus reinschauen, wo der Geist vorher stand. So, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.